willst du denn mit 10 Brötchen erreichen? Hier hast du ein Kilo Nudeln, hast du viel Er macht die Nudeln sowieso, weil er die Brötchen nicht essen wird, weil die Brötchen sind für ihn. Was ist das für dich? Das ist für mich Schrott, ganz ehrlich. Hallo und herzlich willkommen bei Trashkurs. Die Lena lacht sich noch ein bisschen aus. Wir gucken uns hier wöchentlich Trash-TV-Formate an, die dazugehörigen Influencer, Z-Promis, Teilnehmer, alles. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Es ist jetzt nur noch Couple-Challenge diese Woche. Aber das ist auch hart genug. Also ich bitte euch jetzt an dieser Stelle anschnallen und alle Kinder außer Hörweite bringen. Weil was jetzt passiert, nicht für Kinderohren bestimmt. Kurz davor möchte ich mich aber natürlich noch für meinen Ton entschuldigen, denn ich habe mein Microphonesens ETC leider auf Arbeit vergessen und befinde mich natürlich vorbildlich jetzt im Homeoffice. Bitte seht es mir nach. Wir haben ja alle aus der vierten Folge gelernt, dass der Ton die Musik macht. Und ich sage dir das als Musiker. Ja, die Folge ging aber los mit der Baumstamm-Challenge. Die hat ja letzte Folge hat so geendet. Sie können 5.000 Euro zurückgewinnen, wenn Sie diesen Baumstamm drei Stunden hochhalten. Zum Glück haben Sie es geschafft. Yes! Schmeiß es da in die Ecke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht kommen sehen. Ich war mir so sicher, dass die Schwester oder David und Siri, das ist scheiße. Ja, ich war mir richtig sicher eigentlich, dass sie das Ding fallen lassen aus Versehen, weil die rumblödeln. Ah, ich bin froh, dass nicht passiert ist. Und dann sind jetzt wieder 5.000 Euro wieder im Topf obendrauf drin. Ja, ganz genau. Okay, alle haben sich gefreut und dann würde ich direkt mal, also ich weiß nicht, was du für eine Notiz hast, ich würde gerne zu Davide vorspulen und über das Thema Trash-TV. Ich habe nachgedacht, baue ich Kacke? Wird sie ausrasten? Rastet sie aus? Gibt es Publik? Gibt es Publik? Schalten die Leute ein. Das ist das, was der fucking Zuschauer sehen will. Ganz einfach. Davide hat's Game verstanden. Und man muss ja mal sagen, er hat's ja auch verstanden. Ne? Also er weiß, die Welt, ihr seid hier in einem Trash-TV-Format und die Welt will sehen, wie sie ausrasten. Prinzipiell okay. Aber es ist immer noch dumm, das da so zu sagen. Es ist halt komplett dumm, das an einer Lagerfeuerstelle zu sagen. Also man kann entweder sagen, gut, okay, er ist ehrlich. Wäre das aber ein Format, wo Zuschauer irgendwie mitspielen wollten, ne? Ja. So sind Trash-TV-Zuschauer. Natürlich wollen wir, dass ihr Drama macht. Wir wollen aber nicht wissen, dass ihr das extra macht. Das genau. Wollen wir nicht. Ja, ihr habt das richtig schnell verstanden. Ich habe das ganze Business verstanden. Ich will einfach denken, du bist so dumm, wie du dich gibst. Ja, und ich fand es aber dann auch wirklich ein bisschen, es wurde auf die Spitze getrieben. Ich finde das Naheliegendste ist, wenn ich mit deinem Freund schlafe. Auch mit Siria, dass dann halt wirklich noch so gesagt wurde. Hör mir zu, ich könnte. Ja, aber richtig. Ey, ja. Leute, sorry, bitte. Euer Scheiß ernst? An dieser Stelle schalten wir mal ganz kurz zu unserer Redakteurin Laura, denn sie hat mit Melody gesprochen, unter anderem über Davide, denn da waren einige Vibes zu spüren. Ich meine, von Anfang an eine gewisse Spannung zwischen mir und Davide entdeckt zu haben, ja. Von der man nicht so viel gesehen hat bisher bei der Ausstrahlung, aber es ist ja auch nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich jemandem drei anbiete. Also da war irgendwie schon irgendwas, ja. Was im Raum stand. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich fand das sehr falsch, weil wir hatten schon mal drüber gesprochen bei Couple Challenge. Das ist für mich kein Trash-TV mehr. Ich möchte die Burg oder die Alm zurück, wo natürlich werden ein paar Zicken ausgewählt und ein paar Machos, damit es zu Reibereien kommt, damit es zu Streitereien kommt. Aber wenn die selber schon so gebrieft sind, dass sie dort nur reingehen, um Stress zu machen, nee, also das ist nicht mehr mein Trash-TV, wie ich es kenne. Dann gab es irgendwie noch ein Heuschreckendrama. Oh mein Gott, eine Heuschrecke! Gott. Oh, Martin liebe ich ja auch so doch. Es ging ja wirklich 10 Minuten in diesem Zelt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, wie groß die sind. Oh nein. Ja, da ist eine Heuschrecke. Ja, die sind da halt. Ich möchte aber nicht, dass die da sind.
Sagt, alles ist okay, was er hier machen muss. Die Challenge ist kein Problem. Er bleibt cool, außer wenn nochmal eine Heuschrecke kommt. Dann natürlich nicht. Und so ein Drama finde ich vollkommen in Ordnung übrigens. Ja. Heuschreckendrama, gerne. Alles andere, no, no, no. Dann habe ich noch eine Frage, Tessa. Feiern die auch mal? Also so. Wie meinst du das? Naja, an diesem Punkt der Folge dachte ich so, in anderen Trash-Formaten wird ja daraus ein riesiges Gut gemacht. Alkohol, ne? Mhm. Außer Promis unter Palmen, da war es auch immer vorhanden. Da wurde es aber auch zelebriert. Dort ist das immer da. Kriegen die was, kriegen die nichts? Feiern die mal richtig? Wird da mal eine Musik abgespielt? Also bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber die haben ja auch keine Zeit, weil ja hier Streit an Streit an Streit gereiht ist. Gottes Willen. Als nächstes wurde nämlich gemerkt, ich hab Hunger. Ich finde das richtig frech. Wir sterben hier. Ich finde es richtig schlimm, dass wir kein Frühstück haben. Ja, ich liebe Frühstück. Mich regt das richtig heftig auf. Alex hat für alle zum Frühstück eine Riesenportion Nudeln gemacht. Wer soll denn das essen? Also, dass er das braucht, ja. Aber so eine kleine Anna zum Beispiel, was soll die mit so einem Teller Nudeln hier? Weil ich habe direkt so gedacht, Mann, den habe ich überhaupt nicht vermisst nach der letzten Folge. Nee. Kam ja wirklich 6 Minuten lang kein Alex. Und es war so gut. Das war wirklich, es war harmonisch trotzdem. Und dann, der Tornado Anna kracht in Alex. Und dann, es wurde einfach nur noch, es wurde schon wieder nur gebrüllt. Alex, chill dich. Stopp. Bitte, hey Leute. Ich koche für 12 Mann. Stopp. Und du sagst, du bist egoistisch. Stopp, ich habe hier auch für 12 Mann gekocht. Du hast einen Tee für dich gemacht. Auch. So. Ja, alle waren sauer. Anna will eine Ansage machen. Eigentlich hat sie es nett gemeint. Glaub, wollte eigentlich nur sagen, ressourcenschonend bitte hier essen. Aber wir wissen ja alle, wie sie ist. Ne? Der Ton macht die Musik. Und ich sag dir das als Musiker. Ja, und ich finde Fall. Halt, da muss okay, ich... Okay, Entschuldigung für meinen Ton. Dann will ich dich fragen, was sagst denn du jetzt zu deiner... Xenia-Prinzessin. Weil ich fand wirklich, dass es irgendwann völlig übertrieben von den Reaktionen war. Das war ja, und also wenn die mir nochmal sagen will, dass die irgendwie real ist und nicht fake, du, da rast dich auch mal komplett aus. Damn, Boy! Nein, nee, das jetzt macht mich jetzt ein bisschen sauer. Weil sie wusste ganz genau, dass Anna das nur ansprechen möchte, nochmal für alle, dass allen das klar ist und sie ja einfach nur... Das wissen wir alle. Wer jetzt nicht zuhören will, kann auch gerne gehen. Also du kannst nicht hätte ich aber nicht hochkommen müssen. So. Aber das ist wichtig, dass wir hier als Team alle stehen. Alle. Oh, das macht man auch überhaupt nicht. Hätte mich auch aufgeregt. Es stimmt, dass der Tonfall natürlich nicht der beste war, aber die sind ja da nun mal schon ein paar Tage und wissen wohl, wie sie sich artikuliert. So, ne? Und sie hat ja wirklich auch niemanden dort beleidigt oder sonst irgendwas. Dass Alex wieder an die Decke geht, war uns auch allen klar. Daniele dazwischen die ganze Zeit, Leute, bitte stopp, ich kann nicht mehr. Der war komplett fertig mit der Welt. Dann ist er aber auch weggegangen, weil er nicht mehr kann. Dann hat sich Tati eingeschaltet und hat gesagt, Alex, schrei Anna nicht so an, sie ist eine Frau und sie wird eingeschüchtert davon. Das war für Daniele aber auch komplett. Bro! Weil sie ein kleiner Zwerg ist, darf sie rumschreien? Ey, dann ging es ja um falschen Feminismus und ich hatte schon wieder hier und habe mich ab dieser Stelle auf Davide konzentriert, genauso wie die Kata. Ja. Das ist so geil zusammengeschnitten. Es gab eine Explosion, es gab Streit, aber Davide hatte nichts damit zu tun und er dachte sich einfach nur, scheiße. Das ist nicht ihre Art. Das ist auch okay. Wie kann ich jetzt irgendwie irgendwas noch dabei machen? Oh, dumm. Aber ich finde es aber auch nicht cool, dass Tatjana sich dann so eingeschleimt hat. Klar muss man an die Nominierung denken, aber ja. Tatjana hat das alles gerechtfertigt mit Anna ist einfach ein kleiner Furz, der laut ist. So. Aber ihr reicht jetzt mittlerweile auch. Egal, dann hat sich Anna am Ende irgendwie sehr, sehr förmlich entschuldigt, indem sie sagt, sorry Leute, ich bin manchmal ein bisschen impulsiv und ein kleiner Hurensohn. Okay. Alles klar, auch gut. Und dann gab es plötzlich eine Nominierung. Also das ist für mich also so zeitstempelmäßig, sehe ich auch überhaupt nicht dadurch. Nee. Die Teamfassade bei Anna und Tatjana schon wieder am Bröckeln. Das war mir sehr unangenehm. Hätte man nicht in diesem Moment vorne stehen können und
einer der beiden einfach seinen Stolz zurücknehmen und sagen können, ja, okay, wir haben das zusammen entschieden, weil Anna sagt... Wir brauchen halt einfach einen vernünftigen Gegner, damit wir halt einfach noch eine Chance haben. Es ist nichts Persönliches, es dient einfach nur zum Selbstschutz. War aber trotzdem überrascht, dass es Siria und Davide sind. Dann grätschte Tatjana aber Anna rein und meinte, hey, nein, nein. Das war eigentlich nicht so, was du gerade gesagt hast. Und dann, boom. Also erstmal wurden sie eh von allen nominiert. Es ist wirklich... In jedem Format so, du machst einen einzigen kleinen Fehler, kannst vorher die coolste Sau gewesen sein, jeder liebt dich, du machst einen Fehler, bam, in die Fresse. Du kriegst es sofort zurück, du darfst dir ja dort wirklich nichts erlauben. Ja, und dann gab es Stress. Erstmal, Tatjana hat natürlich ab der Mitte die ganze Zeit geheult, dann da oben, ne? Also, fand ich jetzt auch nicht so... sinnvoll, keine Ahnung, es kam auch bei Melody gar nicht so gut an. Ich meine doch, ich weiß jetzt nicht, was das soll, aber okay. Dann geht Davide vor, wählt die Schwestern, weil sie zu nett sind, weil sie keinen Stress machen. Ja, das ist kein Trash-TV für Davide. Also alle, mit denen wir uns hier unterhalten haben und die bei uns hier kommentieren, die haben alle geschrieben, fast einstimmig, die Schwestern sind die Besten. Und dann siehst du erstmal, was in Siria eigentlich drinsteckt. Denn die ist komplett... Der Schalk. Komplett erbost darüber. Seit Tag 1 geht die mir auf den Sack hier drin. Seit Tag 1. Und du, nein, die nominieren uns nicht. Wir nominieren die nicht, nein. Die verdammte Scheiße hier. Haut dort mit Ausdrücken um sich, da wird einem schwindelig. Also die wirklich wie ein kleines, bockiges Kind. Es hat nur noch gefehlt, dass sie auf den Boden stampft. In dem Interview mit Davide ist die auch schon so, jetzt hör mir doch zu. Sowas die ganze Zeit. Und dann ist mir eingefallen, ich habe es ja damals nie geguckt, Temptation Island. Das hast ja du geguckt, das Normalo. Und da kam das auf mich rüber, wie dass sie das kleine, arme Opfer ist und eigentlich eine ganz süße und überhaupt nie für Trash-TV geschaffen ist. Mittlerweile und sieht es wohl ganz anders aus. Und Christina hat ja auch gesagt, dass die falsch sind. Und also, ne? Und seit der Szene, wo Davide und Siria quasi offenbart haben, dass sie Stress mit Absicht machen, kann ich da nichts mehr ernst nehmen und gucke die ganze Zeit, also ist sie jetzt wirklich sauer? Weil ich habe das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht ganz verstanden, weil sie kann ja an der Situation jetzt eh nichts ändern. Kann man sich ja nicht einfach mal ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen chillen? Anna, na, wie Davide, der war ja eben ruhig. Ja, Anna meinte auch, okay, ich nehme das jetzt ganz cool und so, dass sie das gesagt hat. Ja, sie ist jetzt gerade in der Emotion drin. Ich nehme mir das jetzt gerade nicht an. Dann sitzt Siria, die hat sich, das war wirklich so schlimm, weil sie hat sich einfach nicht mehr eingekriegt. Und sie sagt, dass Anna redet wie ein Mann. Keine Ahnung, so redet man nicht als Frau. Die Wörter, die sie benutzt, sie hatte genau die gleichen Wörter benutzt. Siria. Exit-Challenge, also jetzt zwischen Tatjana und Anna und Davide und Siria. Das war schon wieder wild. Ja, es musste also wieder ein Raum verlassen werden mit Code, der natürlich ausgerätselt werden muss, ne? Ich muss sagen, die Challenges, prinzipiell finde ich die geil. Also einfach, dass mal was anderes ist und ein bisschen Kopf und so. Tessa, ich finde Spiele wirklich geil, wirklich geil. Und wir werden ja auch öfters mal gefragt, an welchem Format wir teilnehmen würden und so, ne? Und wenn ich so Tatjana und Anna sehe, die ja auch so beruflich bedingt so ein bisschen verkappelt sind, das sind wir ja praktisch auch. Ich finde diese Challenges wirklich richtig geil. Aber wir reden jetzt so darüber und manchmal denke ich mir auch so, oh, bist du dumm, na klar ist das so und bla bla bla, wenn du aufgeregt bist. Wir beide, tschüss. Ich hätte nie gewusst, was ich jetzt so genau erstmal an dieser Karte dort machen soll. Ich meine, gut, im Nachhinein, wenn ich so denke, gut, die haben es hingekriegt, dann hätten wir es auch hingekriegt. Aber... Klar, du stehst da unter Druck und so, alles gut. Aus Versehen hat Anna auch gleich als allererstes einen Tipp geöffnet, aus Versehen, weil sie dachte, es wäre eine Spielanleitung. Alle Tipps! Oh nein! Oh, Hilfe! Aber ey, keine Sorge, Leute, geografisch sind die beiden top. Fuck, du bist Australien, die Klasse, du bist hier Australien. Ist, stopp, hier ist Russland, hier muss irgendwo links rechts. Oder wie nur Davide sagen würde. Aber sonst würde ich sagen, schon gut in Geometrie. Ja. Geometrie? Ja, Schatz. Wir lassen das jetzt so stehen. Gut. Auf jeden Fall waren also, die anderen in Geografie ein bisschen besser, waren auch bei dem Mäusefallenraum ein bisschen besser und schneller. Und dann gab es ja noch einen Spielfehler. Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also,
am Ende, ja, aber währenddessen, ich dachte, die sind die ganze Zeit gleich auf und war ein bisschen mit aufgeregt, dachte, ja. Gott, jetzt kommen die da beide raus. Auf einmal wird gedroppt, das Schloss von Syria und Davide war gar nicht zugeschnallt. Hä? Frage ich mich. Am Ende haben natürlich, na, was heißt natürlich, am Ende haben Tati und Anna gewonnen. Oh mein Gott, wir haben das geschafft. Nein, ich glaube es nicht. Leute, weil sie 10 Sekunden eher in dem Raum waren, wo dann die Schranken aufgehen. Jetzt hätte ich aber gerne mal gewusst, was wäre denn gewesen, hätten Davide und Syria gewonnen. Wäre der Sieg dann rechtens gewesen? Ich glaube, dann hätte irgendjemand sich eingeschalten und wie auch immer das dann geworden wäre. Aber das geht ja nicht. Also die mussten ja das nicht aufmachen, das Schloss. Die hätten ewig gebraucht. Oder es sei denn, die hätten Glück gehabt. Aber egal. Gut, die beiden sind raus. Gute Sache für uns, möchte ich sagen. Und natürlich richtig blöd für die. Ne? Also wenn du auf Sendezeit aus bist, unangenehm jetzt. Es wird jetzt sowieso auch unangenehm. Ja, das meine ich ja. Es wird unangenehm. Anna und Tatjana kommen zurück und sind natürlich ganz aufgeregt. Ne? Die haben es geschafft, yes. Und die haben dann nun beide wirklich nicht die förmlichste Sprache. Ich nenne es jetzt einfach so. Ich hätte es cool aufgenommen. Kommen zurück, schreien runter an den See, wo alle anderen sitzen. Wir kleinen Wichser, die uns gewählt haben! Wir sind noch da! Wir sind hier! Und Daniele ist ausgeflippt. Was hat sie gesagt? Wir kleinen Wichser! Hast du gerade geschrien, ihr kleinen Wichser? Zügelt mal euren Ton, hast du mich verstanden? Das war ein Witz. Ist mir scheißegal, ob das ein Witz war. Tut mir sehr leid. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also als allererstes mal zu sagen, was, warum nennst du mich kleiner Wichser? Okay, wenn man da mit diesem Humor nicht d'accord ist, okay. Dann hat sie es mir erklärt, ne? Und meinte, du, ich war einfach ein bisschen aufgeregt, tut mir echt leid, ich wollte das so nicht, ich wollte dich nicht beleidigen. Es ist meine Art von Humor. Der hat sich nicht mehr eingekriegt. Schieb dir deines tut mir leid in den Arsch, ganz okay, ehrlich. Titel mich nicht als ihr kleinen Wichser. Wie beschämend bist du denn? Das war ab dem Punkt ein Reinsteigern, Sondergleichen. Also wirklich, und er wirkt jetzt nicht so, als ob er irgendwie der Prinzensohn ist oder sonst wie aufgewachsen ist. Nee, es tut mir leid, ist ja wirklich so. Und sich da so drüber zu echauffieren, und es war nichts anderes. Du kannst sagen, ey, für dich ist das zu viel ab dem Punkt, das kannst du auch äußern und dann ist gut. Und Anna und Tati haben auch gesagt, es ist gut jetzt, Daniele. Lass es jetzt einfach beenden. Nein, ab dem Zeitpunkt hat er alle anderen mit ins Boot geholt. Der hat ja angefangen mit Weinen. Der hat ja angefangen mit Weinen. Willst du mich komplett verarschen? Lass mich von so einer falschen Schlange nicht als Wichser titeln. So hat er geweint. Und meine Mutter, und du titelst mich nicht als Wichser und dies und das. Als wir diese Szene im Vorspann irgendwann mal gesehen haben, in der Vorschau, dachte ich ja, es ist sonst was passiert. Titel mich nicht als Wichser aus dieser Situation raus entstanden ist, das ist so lächerlich. Es tut mir richtig, also, nee. Auch im Interview dann da zu sitzen und zu sagen, wir sind hier im deutschen Fernsehen, verdammt nochmal. Hier schauen kleine Kinder zu. Die sollte sich schämen. Kleine Kinder schauen da schon lange nicht mehr zu. Die sollten dann nicht mal eingeschalten haben bei Folge 1. So. Gut. Und, Es wird ja in der Folge 5 noch weitergehen mit seinem kleinen Ausraster. Also dabei wird es nicht bleiben und die Folge 5 wird noch ausfälliger. Ich weiß nicht, wie weit wir uns noch steigern können. Ich habe in jeder Folge das Gefühl, wir sind auf einer Achterbahn ganz oben, kurz vorm Drop und es geht trotzdem immer weiter hoch. Ich pack das nervlich tatsächlich nicht mehr. Für viele ist es ja wirklich Trash-TV at its best, wie auch von unserem Redakteur. Liebe Grüße an Nico an dieser Stelle. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Ist auch sehr heftig. Aber wir haben das jetzt angefangen und wir bringen das jetzt auch zu Ende. Also bleibt bitte mit uns am Ball, denn allein schaffen wir das nicht. Okay, und jetzt liken, teilen, kommentieren, folgen bei Instagram, YouTube, TikTok über Trashkurs und bei Facebook über Tag24, denn wir sind eine Tag24-Produktion, um es mal so zu sagen. Nächste Woche dann Folge 5 und wie ihr ja gerade schon gemerkt habt, nächste Woche, es wird ja nur noch wilder, da wird der Streit dann erstmal richtig ausgetragen. Dann noch eine krasse Tauch-Challenge mit Bleigürtel und. Ja, und ansonsten, Leute, wir sind hier auch ein bisschen in den Weihnachtsferien. Also ihr habt schon gemerkt, beim Trash-Kurs für die Woche, es ist nicht mehr so viel los. Es ist nicht mehr so viel los, aber
Januar, Bachelor. Sind wir wieder am Schlüssel, da gibt es wieder Themen. Aber jetzt genießt mal ein bisschen die besinnliche Zeit. Habt schöne Weihnachten, schöne Feiertage. Achtet auf den Abstand, achtet auf Hygiene. Und ja, Jess, hast du noch irgendwas? Ich wünsche euch einfach einen super fleißigen Weihnachtsmann. Ciao. Seid so, wie ihr bleibt. Das ist wie so eine Misswahl.